Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der Dynamo Dresden Karriere. Heute starten wir in die Rückrunde. Davor allerdings müssen wir die letzten zwei Spiele der Hinrunde absolvieren gegen Osnabrück und Düsseldorf. Und wenn euch die heutige Folge gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da, vergisst den Kanal nicht zu abonnieren. Und als erstes schauen wir einmal in die Tabelle. Dort sind wir auf Platz 1 noch ohne Niederlage. Darmstadt ist auf 2 und Stuttgart auf 3. Darmstadt und Stuttgart punktgleich. Nürnberg auf 4 und Freiburg ist abgerutscht auf der 5. Wir treffen heute auf Osnabrück, Düsseldorf und Paderborn, also auf drei Mannschaften der Top 10. Und dann würde ich sagen, starten wir in die erste Simulation gegen Osnabrück. Gegen Osnabrück werde ich wieder ein bisschen rotieren. Van de Voort kehrt mal lange wieder zurück in die Startaufstellung. Dann wird noch Jeremieff spielen. Das sind die einzigen zwei Veränderungen hier in dieser Aufstellung. Sonst bleibt es die gleiche Aufstellung. Und das ist leider die erste Niederlage am 16. Spieltag. Wir verlieren 2 zu 1 gegen Osnabrück. Torschützen Blacher und Noriaki. Auf unserer Seite verschießt Christian Löwe einen Elfmeter. Und Bekiroglu mit dem 2, mit dem 1 zu 1 Zwischenausgleich. Am Ende verlieren wir gegen Osnabrück unglücklich 2 zu 1. Jetzt müssen wir zu Hause punkten. Es ist der Tabellensechste zu Gast aus Düsseldorf. Ich werde dieses Spiel natürlich selbstverständlich selbst spielen. Ich werde in den Spieleinstellungen auf Ultimativ stellen. Und dann zeige ich euch nochmal die Formation. Ich werde mit Bazzuono wieder von Beginn an spielen. Hier werde ich was verändern. Meier darf mal spielen. Mai und Elas. Rechts wieder von Ewig. Und hier wird Bekiroglu mal spielen. Weihrauch hier und Ahmed mal auf dem linken Flügel. Und hier werde ich mal einen Wo spielen lassen. Genau rechts dann ein Pascal Sohm und vorne wieder Jeremieff. Und da liegen wir nach 13 Minuten hinten. Torschütze war Kovnacki. Wir schauen uns das in der Wiederholung nochmal an. Da stehen wir einfach schlecht und kassieren somit das 1 zu 0 gegen einen Aufstiegskandidaten. Hier, was macht denn Sebastian Mai? Normalerweise ist er doch besser. Aber hier irgendwie nicht. Bazzuono auch ohne Chance. Und es steht 1 zu 0 für Fortuna Düsseldorf. Und es gibt Strafstoß nach 18 Minuten für Dynamo Dresden. Es war im 16er. Wosch wurde zum Fall gebracht hier. Der war an der Strafraumlinie. Ich glaube, es könnte sogar Freistoß auch geben. Nein, es gibt Freistoß. Schade. Ahmed aus einer guten Position. Ich habe erst aus dieser Position getroffen. Gelingt es mir nochmal? Diesmal mit Ahmed. Wir werden es sehen. Ich ziehe wieder. Und der Ball geht diesmal haarscharf vorbei. Der Ball bleibt sogar im Spiel, aber die Situation lebt noch. Und Carsten Meier jetzt am Ball. Es bleibt beim 1 zu 0 für Fortuna Düsseldorf. Und der Mai macht seinen Fehler wieder gut. Er steht 1 zu 1. Schöne Flanke von Ahmed. Und nach der Ecke gleichen wir hier aus. Sehr stark. Wir gucken es uns in der Wiederholung nochmal an. Ahmed mit einer schönen Hereingabe. Und dann ist es Sebastian Mai per Kopf. Keine Chance für den Keeper. Es steht wieder 1 zu 1 durch Sebastian Mai. Und das Tor zählt. Da steht 2-1 durch Patrick Weihrauch. Sehr schön. Da haben wir gut kombiniert durch die eigenen Reihen. Und dann macht es eben Patrick Weihrauch, der ist torgefährlich, dieser Typ. Und es steht 2 zu 1. Wir gucken es uns in der Wiederholung nochmal an. Schöner Ball in den Lauf. Und dann kommt Carsten Meier raus.
und Weihrauch verwandelt 2-1 für Dynamo Dresden. Und da steht es 3-1 durch Jeremiev. Und jetzt könnt ihr eigentlich zum Endergebnis springen. Starke Einzelleistung von Jeremiev. Wir gucken es uns in der Wiederholung nochmal an. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Er steht 3-1 für Dynamo Dresden hier. Ganz, ganz starke Leistung hier. Und es ist Halbzeit. 3-1. Ich bin damit zufrieden und könnte deshalb zum Endergebnis springen. Trotzdem wird es am Ende ein 3-2. Durch Leonardo war der Torschütze. Trotzdem, wir haben gewonnen. Und das ist wichtig, denn dann bleiben wir somit an der Tabellenspitze. So gehe ich gegen Paderborn in das Spiel mit Bazzuno im Tor, Meier, Mai, Elas und Van Ewig die Abwehr, Trasante, Meschar und Weihrauch das Mittelfeld, Rodriguez, Konechny und Ahmed vorne im Sturm. Und da ist die Führung durch Konechny. 1-0 für Dynamo Dresden hier. Ganz stark. Hier lässt der abtropfen, der Kiefer, und dann ist es unser Stürmer, der das 1-0 macht. Ganz starke Leistung hier. So kann es weitergehen. Somit pfeift der Schiedsrichter zur Pause. Es ist die Führung knapp, aber verdient. Wir führen bei Paderborn mit 1-0 durch den Treffer von Thomas Konechny, oder wie man den ausspricht. 1-0 durch Konechny. Und damit gewinnen wir das letzte Spiel in dieser heutigen Folge mit 1-0 durch den Treffer von Konechny. Und ich freue mich auf die kommende Folge, denn dort werden wir in das Jahr 2022 hineingehen. Dort geht es dann unter anderem gegen Darmstadt und gegen ein anderes Team. Und damit schauen wir in die Abschlusstabelle des 18. Spieltages. Somit sind die Gegner in der nächsten Folge Darmstadt und Ingolstadt. So schaut die Tabelle nach dem 18. Spieltag aus. Wir sind auf Platz 1 mit 43 Punkten, gefolgt von Stuttgart und Nürnberg, Darmstadt auf der 4. Und wie schaut es in der Abstiegsregion aus? St. Pauli, Regensburg und Unterhaching sind da unten. Kiel auch noch, aber ansonsten 6 neue Nachrichten. Wunderlich Scouting-Update, schauen wir uns das mal an. Noch hier, und da ist nicht so ein richtiger dabei. Ablehnen und ebenfalls ablehnen. Dann wichtige Infos zum Transfermarkt. Transferangebot für Van de Voort, jawohl. Den werde ich glaube mal verkaufen. Zwar ist er einer der besseren Keeper hier. Wir haben noch 3 Spieler. Chats, ich muss mal schauen, wen wir denn dort alles haben im Tor. Ich erwarte mehr von dir. Klavik hier, Woglu. Und da hast du immer nur Geld im Kopf. Genau, das passt zum Van de Voort, wenn er eh schon auf der Transferliste ist. Da hätten wir noch ein Gerät und darf. Und deshalb finde ich, dass wir auch den abgeben sollen. Das machen wir noch schnell. Dieses Angebot werde ich auch annehmen. Da fließt dann auch noch ein bisschen Geld hinein. Für 4,5 Millionen wechselt er nach Dänemark zu Majdanek. Und damit, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mir über einen Daumen nach oben freuen. Vergisst den Kanal nicht zu abonnieren und dann in der nächsten Folge einzuschalten. Morgen dann Hertha BSC. Bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao.